Hallo und willkommen zurück bei Cities Skylines. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich etwas Neues entdeckt. Und zwar eine Nahverkehrsliniendetailsübersicht. Der ist jetzt noch nicht viel anfangen, aber man sieht zumindest, wie viele Passagiere mitgenommen werden. Buslinie 10 zum Beispiel ist sehr populär. Und man kann noch sehen, dass hier die U-Bahn-Linien. Hier gibt es eine, die U-Bahn 9. Die hat 570 Leute. Also man sieht die einzelnen Stationen wahrscheinlich. Ja, Linie 1 und so weiter. 799. Krass. Welches Viertel sind wir hier? Unser neues Viertel. Ja, da gehen 700. Okay. Aber das ist sehr interessant, diese Ansicht. Habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich ganz nett. Ja, so haben wir wieder ein Detail entdeckt im Spiel, was ein neues hier lernt. Und heute bauen wir erstmal eine neue Wasserversorgung, denn wir sind hier schon mit 300.000 Kubikmeter schon nah an der Grenze. Obwohl, nee, wir bauen die später, wenn wir dran denken. Guck mal. Ey, hat schon jemand die Straße freigegeben oder was soll das hier? Die nutzen ja einfach so die Straße. Ja, fahren hier runter. Und fahren hier in den Kreisverkehr rein, weil sie schneller in der Stadt sind, als wenn sie erst hier rumgucken. Ey, wie intelligent sind die eigentlich? Das ist doch cool, oder? Also, ich find's cool. Schön. Dann werden wir doch einmal etwas weitere Straßen bauen, die hier alles versauen. Schlechte Reime, meine Spezialität. Am besten machen wir das hier bei etwas größeren Straßen. So. Zip, zip und machen wir hier nochmal zip und hier ist eine Kreuzung. Zip. Das teilen wir nochmal auf und das und damit haben wir erstmal eine größere Aufteilung und jetzt gehen wir nochmal ins noch feinere Detail, dass die Fläche auch etwas nutzbar wird. Was man natürlich jetzt vorsehen können, ist schon mal etwas Platz für Monumente und sowas, wenn wir das dann irgendwann mal in Angriff nehmen. Wir müssen ja auch immer nicht so eng bebauen, wie wir das bisher tun. Weil es gibt ja doch einige Sachen, die ein bisschen Platz wegnehmen. So. Und Platz haben wir ja jetzt wirklich zu Genüge. Also wenn ich mal gucke, wie groß dieses Gebiet ist und wie klein dagegen unsere bisherigen sind, dann können wir ja ruhig etwas großzügiger sein. Und im Bedarfsfall kann man da ja immer noch ein paar Straßen dazwischen setzen. Na, das ist jetzt eher ein
sagen wir mal, ein Wohlstandsproblem, was wir hier haben. So, haben wir hier noch eine Straße. So, hier können wir unser wechselseitiges System mal einsetzen. Was wir sonst auch haben. Was sagt denn eigentlich so? Ja, Einwohnerzahl steigt immer noch rapide. Das Geld entsprechend auch. Das heißt, dass das, was wir gebaut haben, sehr gut funktioniert. Gerade auch was die Zufriedenheit der Bürger betrifft, weil wenn die jetzt nicht zufrieden wären, würden sie ja nicht mehr werden auf dem gleichen Gebiet, ja, also es wird praktisch dichter besiedelt. Genauso wie wir das hier machen. So, so, ich quatsch viel Müll. Das wisst ihr mittlerweile. Und euch gefällt das, sonst würdet ihr das nicht gucken. Tralala. Bam. Gut. Wie machen wir das denn hier? Ach, das lassen wir als einzelne Küstenstraße. Machen wir vereinzelt ein paar Häuser hin. Hier könnte vielleicht noch einmal... Hallo? Hallo? So eine große Straße durchgehen. Und dann hier so ein paar... Zack. Och, du Horst. So eine kleine Parallelstraße, dass wir hier die Fläche ein bisschen nutzen können. Ja, ja, ich weiß, Effizienz, bla bla bla. Es hat bisher immer geklappt, wie man gesehen hat, wenn man die vorhergehenden Folgen geschaut, sich zu Gemüte geführt hat. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir hier noch die Ecke füllen. Mit einer größeren Straße, die auch einen größeren Abgang hat und einen kleineren. Und dann können wir hier noch so machen. Die Ecke lassen wir erstmal ungenutzt, haben wir ja auch noch so eine große ungenutzte Fläche. Was sagt denn eigentlich... Ui, wir können hier den Weltraumlift bauen. Was ich gucken wollte, ist hier dieser Mega-Flughafen. Der passt hier jetzt nicht hin, aber den können wir hier irgendwann hierher zimmern. Müssen wir halt ein bisschen Erde so bewegen und bla, das... Oder wollen wir den hier? Der passt eigentlich viel besser hier mit rein. Was brauchen wir denn? Wir brauchen hier Gefälle zu steilen. So, gucken wir doch mal. Hier geht's bergab. Wie Sau. Deswegen
Nicht genug Erde. Also wir müssen irgendwo Erde abtragen. Kostet Geld. Aber Geld ist nicht unser Problem. Wir haben ja fast 4 Mille. Wir können ja so sagen, dass wir hier diese Ebene als die Ebene nehmen, auf der der Flughafen stehen soll. Und da können wir nämlich auch hier abtragen. Ja, mit dem Tool haben wir noch nicht so oft gearbeitet, aber das sieht ganz cool aus. Zu viel Erde, ah ja. Zu viel Erde. Naja, wenn wir zu viel Erde haben, können wir die auch hier wieder drauf packen. Das ist schon spannend. Muss ich ja gestehen. Würde mich auch brennend interessieren, wie wir hier Erde abtragen. Was für mich vor allen Dingen spannend wird, ist ob dann die Straßenhöhen und das ganze Geraffel, das passt. Guck mal, jetzt haben wir nämlich eine übelste Kante drin. Die Fläche reicht aber immer noch nicht. Die Straße bleibt stehen, wie sie ist. Okay. Lumpumpum. Füllen wir mal unser Erdekontingent auf. Das Geräusch, das ist der große Erdsauger. Der saugt hier die Erde weg. Ach, hier haben wir eine Erde vor. Gut, dass ich das jetzt schon sehe. Jetzt können wir hier die Erde wieder drauf pappen. So, jetzt die Erdeverfügbarkeit gleich wieder aus. Gehen wir noch ein bisschen weg. Und hier drauf. So, das sollte jetzt aber von der Fläche mal reichen für diesen Shit hier. Was denn jetzt dein Problem, Junge? Können wir den auch irgendwie drehen? Gefälle zu steil. Dann hast du eine Macke. Da müssen wir wohl etwas überdenken. Das wäre diese Straße. Und dann gehen wir doch am besten nochmal Erde sammeln. So, hier unten. Ja, das Erde abbauen ist jetzt halb so wild. Also das dauert halt nur Ewigkeiten, aber das kostet jetzt nicht die Welt.
Zumal wir Geld erstmal ja zur Genüge haben. Und die Einwohnerzahlen wachsen immer noch im dreistelligen Bereich, was ich extrem finde. Dann nehmen wir dem Ganzen hier schon, gehen wir ordentlich in Vorlauf. Also die Stadt kann sich noch wesentlich, kann sich noch viel entwickeln hier, ohne dass wir dieses Gebiet jetzt ausbauen müssten. Wir spielen ein bisschen mit Dreck. Das wollte ich schon immer mal tun. Also dass es doch ein bisschen auf die Kosten geht, sieht man jetzt. Wir sind ja nur noch bei 3,6 statt 3,9 Millionen. Aber wer einen riesen Flughafen haben will, der muss halt bezahlen. So sieht das nämlich aus. So, jetzt haben wir hier eigentlich eine große Fläche. Ja. Und jetzt passt hier der Flughafen immer noch nicht hin, ich glaub's nicht. Mein Gott, was soll ich denn noch machen? Das ist doch eine riesen Fläche, die wir ja gerade planieren für diesen Fatz hier. Und dann passt es immer noch nicht. Ach Mensch. Aber der muss da unbedingt hin. Da ist jetzt kein Wenn und Aber, der muss da hin. Und das tut mir auch leid für euch als Zuschauer, dass ihr euch das hier mit ansehen müsst, diese Tragik. Ich suche gerade eine Taste, wie ich das drehen kann. Kleinen Moment. Objekteditor. Allgemein. Da müssen wir mal schauen. In-game eigentlich schon, ne? Auswählen. Ich will ja nichts auswählen. Ich will ja drehen. Ah, wir können mit der rechten Maustaste drehen. Okay. Gefälle zu steil. Im Prinzip müssen wir doch... So, hier müsste der perfekt reinpassen. Hier haben wir kein Gefälle. Okay, also müssen wir hier... Ach, hier müssen wir Auftrag... Mann. Das wird jetzt das Projekt dieser Folge, ist der Flughafenbau, ja? Also, es gibt ja Leute wie... Auch wie sie heißen, weiß ich gerade nicht, aber ich sag mal Berlin. Brauchen dafür Jahrzehnte. Und immerhin kriegen wir das vielleicht innerhalb einer Folge hin. Ja, da wären wir ja schon mal gar nicht so schlecht im Vergleich zu den Löschen. Wie wir dann hier die Straßen führen, das ist erstmal irrelevant.
wichtig ist, dass hier der Flughafen steht. Straßen können wir nachher immer noch anpassen. So, da hätten wir eigentlich auch uns Flughafen ins Wasser setzen können, ja, für das, was wir jetzt hier ausgeben. Gefälle zu steil, meine Fresse, das ist doch jetzt alles eins, ja. Die Straße könnte man vielleicht nochmal entfernen. Und das Gelände hier planieren. So, jetzt aber, komm. Wo hast du denn jetzt noch Gefälle, du Wurst? Da war was grün. Kann das sein? Ja. Da. Wam. Ladies and Gentlemen, wir haben einen internationalen Flughafen. Voll geil. Richtig geil. So, jetzt müssen wir nur hier... Was habt ihr denn für ein Problem? Bist du krank oder was? Mehrere Probleme. Krank und hohe Kriminalität. Aber, Freunde der Sonne, ihr habt hier einen Arzt. Ich kann euch hier noch einen Arzt hinbauen. Und noch eine Polizeiwache, wenn ihr das wünscht. Schön, so, jetzt können wir hier die Straße wieder zurück. Gefälle zu steil. Komischer Zufall jetzt, oder? Gefälle ist zu steil. Jetzt ist hier überall das Gefälle zu steil. Machen wir es halt so. Und haben wir das. So, hier haben wir glaube ich eine Abfahrt noch. Hier fahren wir ab, hier fahren wir ab. Also fehlt ja noch wieder die Uffahrt. Also fahren wir hier auch wieder ruf. Und das können wir jetzt nicht wirklich sinnvoll nutzen, außer wir bauen hier noch diese schöne Straße. Da haben wir hier noch eine kleine Ecke. Können wir nutzen, was soll es. So, jetzt machen wir hier noch die... Möchten wir hier mal den Flughafen noch einbeziehen und das Ganze... Und könnten theoretisch dieses Gebiet ja auch noch nutzen, nutzbringend verwenden. So. Wir haben einen Flughafen. BER. Man kann doch Gebäude benennen, ne? Da ist das BER. Wir haben ja lange genug gebraucht. So, du Scheißer. Gut, was wäre denn, wenn wir das Ganze aufbauen ohne Stadtviertel? Dann müsste ich das Spiel anhalten. Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns erst einmal um die infrastrukturellen Maßnahmen.
Alles andere wird dann wieder ein etwas längerer Prozess werden. Für den ich jetzt in dieser Aufnahmesession keine Zeit habe. Deswegen machen wir das noch fix. Also ordentlich, versteht sich, aber... Dennoch fix. Und... was haben wir hier noch? Leitung. Das ist ja die zentrale Hauptleitung da. Meine Güte, das Gebiet ist schon mega groß. Ja. Was das für Müllberge wären? Eieieiei. Ich sehe das schon kommen. Mit dem Abschnitt kommen die Probleme. Aber ja, 100.000 Einwohner will erkämpft sein. Das ist jetzt ja... Gut, wir haben 73.000, immer noch dreistellige Wachstumszahlen, aber das ist jetzt ja kein Zuckerschlecken, ne? So eine 100.000 Einwohnerstadt muss erstmal... führen, dass das alles hinhaut. Aber ich denke, mit dem BER brauchen wir es keinen Kopf machen. Ja, wer so einen Flughafen hat, der ist gewappnet für die Zukunft. So, nein, er hat keine Kritik. Warum ist der Ort bereits belegt? Boah, Leitung legen ist dann noch schlimmer als Straßen bauen, oder? Also, und Stadtviertel einfärben. Das ist immer absolut einfach nur stupide. Aber ich habe ja was Schönes zu erzählen gehabt. Und damit haben wir das auch rumbekommen. Jetzt sorgen wir noch für etwas. Warum ist hier unten Müllproblem? Die Wilddeponien füllen sich auch wieder, das heißt... Wir haben zu wenig. Doch verbrennen können wir noch genug. Transportiert halt keiner ab. Dann gehen wir mal nach Cliffhanger und sorgen hier für einen weiteren Mülltransporteur. Und so, hier binden wir noch etwas Strom an. Und den Strom holen wir da, wo es am einfachsten ist. Von hier. Jo. Jetzt haben wir hier mitten übers Rollfeld Strom. Das ist doch mal was. Hat bestimmt nicht jeder. Okay. Und dann bauen wir doch am besten mal hier direkt daneben so einen Weltraumlift, oder? Der hätte hier wunderbar Platz. So. Der kostet jetzt auch erstmal nichts. Gut. Warum werden die alle böse? Weil die so weit weg ist, oder was? Oder macht er so einen Krach bis darüber? Das glaube ich fast nicht. Nee. Okay. Flughafen. Kümmern wir uns mal um sowas hier wie Krankenhaus. Das hier, der Waldarzt, ja, der lebt ja im Busch oben.
Ja, ihr habt alle keinen Stromschweiß. Das ist halt so. So, diese Kombination aus Friedhof und Krematorium hat sich eigentlich immer bewährt bisher. Setzen wir hier noch lokal. Moment. Waren das hier schon Arztpraxen, was wir vorhin gesetzt haben? Ne, vorhin haben wir Polizei gesetzt. Ne, das ist doch auch Arzt. Feuerwehr. Feuerwehr, Krankenhaus. Bitte, Feuerwehr, Arzt, Feuerwache. Ja, gut. Arzt, Feuerwehr, bla. Arzt. Arzt. Feuerwache. Und jetzt können wir noch die Bullen hinzu. Mal jetzt zwei und dann noch ein paar kleinere Stationen. Und dann hätten wir das. Bildung. Ja, Bildung wird total überbewertet. Hatten wir ja schon. Das können wir erst festlegen, wenn wir wissen, wo die Einwohner überhaupt leben. Taxistand und den ganzen Firlefanz, das machen wir auch dann. Das heißt, wir sollten uns... Oh, was haben wir hier freigeschalten? Ein Aquarium, eine der liebsten Ferienbeschäftigungen von Kindern. Antworting Bodies Hadron Colliders. Ein Aquarium für Kinder. Kinder brauchen Aquarien, damit die sich wohlfühlen. Und da freuen sich alle Kinder. Ganz schön groß das Teil. Mittlerweile sind wir im Minus. Der Hadron Collider hat... Ach Quatsch, Hadron Collider. Der Weltraumlift hat auch ordentlich gekostet. Wa? Jetzt haben wir nur noch 1,4 Millionen. Einwohnerzahl ist immer noch dreistellig steigend. Was will man mehr? Und hier haben wir ein paar Gebäude, die alle Strom brauchen. Wasser haben sie. Gut. Auf die Schnelle. Eine Kelle. Werden wir Folgendes machen. Arbeitsplätze schaffen. Dann hier sorgen wir dann für weitere Arbeitsplätze. Ebenfalls so als Pufferblock sind halt jetzt hier die Bürogebiete. Und dann
werde ich hier noch etwas für Gewerbe Gebiete sorgen. Eine Zuganbindung. Wir bauen hier noch eine Zuganbindung rein. Und zwar einen Güterzugbahnhof. Dafür reißen wir erstmal die Straße ab. Und bauen einen Güterzugbahnhof. Hallo, hallo, hallo. Straße. Mein Gott. Straße. Hat bereits belegt. Straße. Bahnhof. Gleis, 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 Gleis. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, eigentlich, dass es hier eine Alternativspur gibt. Weil die sonst alle hier Schlange stehen werden. Mir fällt zu steil. Och, Menno. Na, lass mal das erstmal so. Und gucken, was passiert. Nö. Wir sind mal etwas Fuchs. Jetzt, wo das Ding steht, können wir es ja verschieben, wie wir wollen, ne? Nö, nee, können wir nicht. Aber wir sind ja nicht dumm. So, und platzieren einfach hier die Straße. Die auch. Können wir aufwerten. Und dann nehmen wir... Nein. Nehmen wir... Was? Ja, ich will nicht verbessern. Komm, halt's Maul. Und schieben den Gefälle zu steil. Och man, langsam hier und oh. So. Haben wir es jetzt. Meine Fresse. Da will man mal schnell so, zack, bisschen was bauen. Nö. So, na also. Okay, okay. Was heißt das für uns, dass hier hinten natürlich auch Industriegebiet ist? Das lassen wir frei. Ah, ja, Industrie. Und hier machen wir mal Büro. Die ganze Arbeiterklasse hier lang. Ist natürlich auch nicht so optimal. Aber wer will schon hier unten wohnen, ne? Am Flughafen. Ach, das ist doch nicht so. Nicht das Wahre. Die Ecke lassen wir frei hier, dann machen wir das.
das weg. Und dann können wir hier aber noch Büro bilden. Gut, das war noch frei, Flughafen. Und hier können wir freilassen. Dann machen wir hier etwas Gewerbegebiet. Die sollten mit Lärm klarkommen. Der vom Weltraumlift ausgeht. Ja, dann machen wir hier auch Gewerbe. So, schön bunt muss das sein. Was wir auf jeden Fall machen, ist hier oben einfachstes Grün. Die hier oben können dann die etwas anderen Menschen wohnen. Das hätte man ausnahmsweise noch eine schöne Ecke in der Stadt. So. Ohne Stadtviertelregeln wird das bestimmt sehr lustig. Überlege ich gerade, ob wir das dann einfach mal starten. Was sagt unsere Zeit? Okay. Machen wir das doch so. Für die Gebiete mit geringer Besiedlung können wir auch kleine Gewerbe anpflanzen. Und dann bauen wir doch mal also die Gebiete, denke ich mal, wie viel haben wir noch? Kriegen wir vielleicht noch hin in der Folge. Und dann muss ich hier leider aufhören. Und dann nächstes Mal weiter an einem anderen Tag aufnehmen, meine ich damit. Denn meine Zeit ist auch begrenzt. So, nee, das ist noch so viel zu mehren. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Und deswegen sage ich schon mal ausleitend. Ausleitend, ja, das klingt besonders episch. Ausleitend ein paar Worte, dass wir hier weitermachen werden, Stadtvierteleinteilung. Und das übliche Programm, ja, das lassen wir frei am Flughafen. Dann füllen wir noch hier diesen ganzen Sektor aus und diesen ganzen Sektor. Stadtvierteleinteilung machen wir dann noch und dann werfen wir die ganze Maschinerie einfach mal an. Bus und diesen ganzen Spaß werden wir natürlich auch noch einbauen. Bildungswesen und. Und jawohl, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Das sieht aus, als würde hier nichts mehr fließen. Sehr lustig, hier fließt, aber hoffentlich Wasser. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir kontrollieren nochmal hier, ob das überhaupt was gebracht hat. Halt, drehen. So, diese Straße hier. Genau, hier haben wir vorhin ausgebessert. Was hier? War das hier? Ja, wir haben ja dieses Gebiet gekauft, genau. Also wird jetzt diese Autobahn
in Zukunft genutzt werden und das ist sehr schön. Weil da kommen ja ein paar Autos lang, wie man hier sehen kann. Super, dann hat das was gebracht, war das nicht ganz umsonst. Und jetzt heißt es wirklich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.